Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Hayao Miyazakis Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke sind inzwischen den meisten Filmliebhabern ein Begriff. Zu Recht. Aber auch seine anderen Werke, wie Nausicaä, Mein Nachbar Totoro und eben Kikis kleiner Lieferservice, sind Meilensteine der Anime-Geschichte, die man nicht so schnell wieder vergisst. Kikis kleiner Lieferservice wird oft als der kindlichste Film von Miyazaki bezeichnet. Vielleicht ist er das auch, aber wie bei all seinen Zeichentrickfilmen gilt auch hier, dass Jung und Alt ihren Spaß an der Geschichte haben werden. Denn dieser Film ist warmherziger und prägender als alle Disney-Filme zusammen. Nach einem Buch von Eiko Kadano schildert der Anime eine Welt, in der Hexen in der Welt recht etabliert sind. Und die Tradition verlangt es, dass eine Hexe im Alter von 13 Jahren mit ihrem Besen aufbrechen muss, um ein Jahr in einer Stadt zu verbringen und den Menschen dort auf irgendeine Weise zu helfen. So macht sich auch Kiki, gemeinsam mit ihrem schwarzen Kater Ji, auf den Weg und landet in einer Großstadt am Meer. Sie findet nach ein paar Missgeschicken bereits Freunde und eine Bleibe. Kiki schafft es sogar, ihren eigenen Lieferservice zu eröffnen und erhält bereits erste Aufträge. Durch ihre Arbeit trifft sie auf viele neue Menschen und Freunde. Und ihre erste Liebe lässt auch nicht lange auf sich warten. Der Film wirkt, obwohl die Hauptfigur eine Hexe ist, sehr alltäglich und ruhig. Die Charaktere schließt man schon nach wenigen Minuten in sein Herz. Die Animation ist zwar aus dem Jahr 1989, jedoch trotzdem großartig und passt perfekt zur Geschichte. Die deutsche DVD ist insgesamt zu empfehlen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.